Hallo und herzlich willkommen zu Nocturne Visit oder Nocturnal Visit. Je nachdem, wir befinden uns in einem verlassenen Haus und dort sollen wohl einige Dinge vor sich gehen. Ja, bin ich überhaupt fertig zum Verlassen? When the crosshair turns red, you can interact by pressing E. Okay, alles klar. Und ihr seht schon, die Grafik an sich ist etwas auf alt gemacht. So, ich würde sagen, vielleicht sogar wie PlayStation 1 und so, ne? Ich verstecke mich einfach im Schrank, da kann mir nichts passieren. So, schauen wir mal, was hier so vor sich geht. Na? I should check my laptop before I go. Okay, wir checken den Laptop. Spookiest Haunted House. Also das gruseligste Geisterhaus. This is no normal house. Das ist kein normales Haus. Die Hintergrundgeschichte hilft vielleicht, die Gruseligkeit zu adaptieren. Es wurde in den 60er Jahren gebaut, war zu Hause von einigen Serienmördern. No Way Days, All It's Left. Da wurde halt viel Leben genommen, also mehrere Leben wurden da genommen. Aber warum ist es immer noch ein Mysterium? Einige Berichte von Verschwinden. Also Leute haben praktisch das Haus besucht und sind dann verschwunden. We do not recommend to explore this house by any means. Also es wird nicht empfohlen, das Haus zu besuchen. Es ist nicht sicher und du wirst davon auch nicht wiederkehren. Okay, alles klar. Aber wir machen es trotzdem, weil wir es können. Nichts kann uns einen Schauer über den Rücken laufen. Press F to interact with the flashlight. Quietsch. So, ich schaue mich erstmal um. Hier haben wir praktisch ein Auto. Ich mag so alte Grafik, das ist ganz cool. Okay, hier können wir nichts machen. Die Fenster sind zugemauert. Und es ist wie immer ein kurzes, kleines Indie-Horrorspiel, was ich sehr begrüße, ne? Ihr könnt auch gerne die Playlist euch anschauen, die ich gemacht habe. Dort findet ihr weitere Indie-Horrorspiele. Okay, interessant. Fahrrad. Nichts weiter. Okay, wir sind im Haus drin. Hier haben wir das wundervolle Badezimmer. Da ist nichts. Wunderbar. Ich weiß noch gar nicht, was hier überhaupt Ziel des Spiels ist. Ein wunderschönes Handtuch. Waschmittel ist wichtig. Und also es geht dann in den Keller. Es sieht nicht nach was Essbarem aus, aber ich möchte auch nichts essen. Okay, alte ranzige Couch. Hat gerade geklopft, ich werde da gleich mal rangehen. Pizza, denke ich mir. Okay, da ist was zerbrochen. Da haben wir irgendwie so eine Maschine. Chips. Wir können uns alle wahrscheinlich denken, was das für Chips sind. Okay. Aua. Habe ich mir die Tür vor den Kopf gehauen? Okay, Geschirr. Aber sonst nichts. Wir schauen uns natürlich erstmal um. Na, haben wir hier noch irgendwas? Oh, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Ich mache jetzt hier praktisch eine Roomtour. Na, this place is such a mess. Ja, das ist halt wirklich so. Ne? Also der Ort hier ist das reinste Chaos.
Da kommen wir nicht rein. Okay, die Garage. Wir gehen einfach mal nach oben. Na, ich zeige euch. Ich habe hier meine Schlüssel alle verloren, deswegen können wir da nicht rein. Oh. Ja, es ist ein bisschen renovierungsbedürftig, ne? Und mein Telefonanschluss funktioniert auch nicht so wirklich. Aber. Okay, die Tür geht auf. Die Tür ist zu. Ich habe schon wieder den Schlüssel verloren. Okay, da geht's hoch in den Attic, in den Dachboden. Und hier soll praktisch das Schlafzimmer irgendwann hinkommen. Okay, wir gehen doch auf den Dachboden. Ich zeige euch den Dachboden. So, vielleicht gefällt er euch ja. Ne? Ja, hier ist es ab und an mal so, dass ne, mein Faxgerät, mein altes, das brauche ich ja nicht mehr. Der Teddybär ist gerade runtergefallen. Und ich habe den Garagenschlüssel gefunden. Wie kann der an sein? Okay. Fragt mich nicht, das ist halt, ne, es ist halt so. Hallo? Hallo? So. Ja, zeige ich euch mal meine Garage, ne, wo die vielen Autos drinne stehen. Ich habe hier ein bisschen Probleme. Also das hier ist mein Auto, ne, es ist ein... Hat ein paar Beulen, aber ich denke, ich krieg das gut hin. Ne. Was haben wir hier? Ein Schlüssel, The Basement. Und hier habe ich immer noch ein paar Sachen stehen, die ich vielleicht gebrauchen könnte. Ne? Einfach, ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Ne? Die Roomtour dient euch einfach nur auch als kleines Schmankerl, sagt man ja so schön. Eine Schaufel, die brauche ich ab und an mal, um den Ratten auf den Kopf zu hauen. Ne? Ja, und das ist halt praktisch immer der Nachbar. Ne, der macht hier halt immer ein paar Sachen. Und deswegen leuchtet das halt auch hier immer so hell. Aber... Ha? Ja, es ist ein bisschen gruselig vielleicht für den einen oder anderen. Ich würde sagen, wir bleiben einfach hier in der Garage. Ich würde mich ja hier aufs Auto setzen, wenn es gehen würde, aber es geht halt nicht. Ne? Ihr seht halt auch, ne, es muss restauriert werden. Und von daher. Ne? The door got locked. Amazing. Ja, das ist hier gar nicht amazing. Achso, hier ist ja wieder das Badezimmer. Also hier, wie gesagt, das geht halt runter in den Keller. Vielleicht für den einen oder anderen, der nicht gerne den Keller mag. Einfach jetzt mal ein bisschen abschalten. Ne? Ich bin ja dafür, wir machen erstmal ein kleines Nickerchen. So. Ich sollte vielleicht die Tür schließen. Dann können wir einfach hier ein Nickerchen machen. Ihr seht hier Fenster, ne, Kaprollos unten und so. Ne? Damit nicht zu viel von der... Sonne hier reinstrahlt, ne, das macht das Haus natürlich in der Atmosphäre ein bisschen gruseliger. So. Aber okay, es nützt alles nichts. Ich muss in the basement. Ihr seht ja hier, es gibt noch viel zu tun. Ne, hier hatte ich keine Lust mehr, das zu machen. Und so, ne, hier, ihr seht, ich muss das hier alles fertig machen. So, und jetzt zeige ich euch den Keller. Und der Keller, lass mich raten, es ist jetzt zu. Nein, es ist offen tatsächlich. Aber geht's nochmal zu? Das ist ein Schaukelpferd aus älteren Tagen. Ne? Ich mag das ganz gern. Abends, wenn ich mal Lust habe, komme ich hier runter und dann schaukel ich einfach für mich. Gut, dass du aufhörst. Ne? So. Hier war schon mal jemand. Und hier ist praktisch der Strom und alles. Ne? Ich habe zwei Verteilerkästen. Hier ist meine Büchersammlung, die kommt irgendwann nach oben. Und
Das ist auf jeden Fall meine Wohnung. Ne? Ich denke, ihr seht das genauso wie ich. Man kann hier auch was draus machen. Ich weiß nicht, warum hier Leute verschwunden sind. Da habe ich auch überhaupt keine Dings. Was haben wir hier? Update 1. The house just seems abandoned overall. Nothing has happened. Also das Haus ist trotzdem noch so verflucht und so, aber es ist nichts passiert. About 10 minutes in and I'm starting to feel a bit overwhelmed. I really don't like the. Ach, das wird schon wieder irgend so ein Vertreter sein. Wir hören halt, also wir sind 10 Minuten hier drinne und wir hören halt komische Geräusche und so, ne? Und wir fühlen uns so, als ob uns hier jemand beobachtet. Hier, Update 3, in das Haus zu gehen, war halt ein kompletter Fehler. Irgendwas ist definitiv hier und stalkt mich. Die Tür ist geschlossen und ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich bin echt hier verwirrt oder ängstlich. Und irgendwas kommt in Basement. Ja, the phone upstairs is ringing. Ich muss da mal kurz rangehen. Ne? Gib mir einen Moment. Wo war noch mal das komische Telefon? Achso, es war hier. Ich muss da kurz rangehen, es tut mir natürlich leid. Ja, bitte? Ach, ist Vorbesitzerin, glaube ich. Irgendwas hat sie. Okay, wenn ich mich jetzt umdrehe, passiert was? Nein, es passiert nichts. Ich bin trotzdem dafür, wir machen einfach hier die Roomtour im Bett. Did the back door just open? Ich weiß es nicht. Ich würde gern da reingehen, aber naja, wie ihr wisst, ne, Schlüssel und so. Ach ja, so verlassenes Haus ist halt was ganz Schönes, ne? Und wenn ich jetzt hier lang gehe. Oh, hallo. Was zur Hölle war das denn? Ich hatte keinen Besuch erwartet. Kurios. Und das war's auch schon mit meiner Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch das Spiel holen wollt, könnt ihr gerne auf itch.io gucken und es euch runterladen. Unterstützt die Entwickler, ne? Und ich würde sagen, das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.